Man hat mir, ich bin jetzt echt mal froh, dass ich eine positive Statistik höre, weil ich habe eine Statistik gehört, da hat man mir gesagt, dass Shinji Kagawa, um den Namen mal ins Spiel zu bringen, bevor ihr das machen müsst, hat eine durchschnittliche Punktausbeute gehabt von 2,43. Ja, und ohne ihn haben wir irgendwie ein bisschen weniger geholt wahrscheinlich, weil viel mehr ist ja auch schwer möglich. Und wie ich damit umzugehen gedenke, und Fritz Lünschemann hat mich vor dem Pokalspiel damit konfrontiert, dass Borussia Dortmund in der ersten Runde in den letzten 5 Jahren zweimal gegen eine Mannschaft mit O ausgeschieden ist. Fand ich eine extrem wichtige Information, wenn ich ehrlich bin. Ja. Hatte ihn dann darum gebeten, das vielleicht nicht, also außer mir nicht weiteren Leuten mit gelben T-Shirts oder Trikots zu erzählen. Frage an Jürgen Klopp. Jürgen, die Personalsituation, wie stellt sie sich nach dem Abschlusstraining dar? Ja. Gut, das ist übersetzt werden. Ja, de vraag ist, hoe het staat met het personeel, met de spelers. Heeft u ze allemaal bij elkaar? Gut. Het gaat goed, dus met de spelers. Ja, also, is het mogelijk om hem even eerst te laten uitspreken en misschien dan de vertaling? Die Frage ist, ob ich statt direkt eine Übersetzung zu liefern, ob wir nicht erst Frage und Antwort machen können und dann eine Zusammenfassung für holländisches Fernsehen. Ansonsten muss man das immer wieder bearbeiten. Sollen wir nochmal fragen? Jürgen, wie stellt sich die Personalsituation dar? Gut. Ja. Das ist übrigens eine Fangfrage. So, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Ja. Nee, wir sind gespannt. Ja, ansonsten haben wir das relativ schnell abgehakt, weil wir eben den Blick schon wieder jetzt auf das morgige Spiel gerichtet haben. Und das war auch das, was zählt. Moipi. Geht doch, oder? Lange einstudiert, ey. Moipi Sandau. Also, möglicherweise haben Sie ja bei den Beobachtungen von Real Madrid festgestellt, dass die Königlichen doch durchaus etwas anfällig sind bei Standardsituationen. So vielen Gegentreffer im Luftkampf sozusagen, da hatten Sie nicht die Lufthoheit im Spiel gegen Valencia, Getafe und Ajax Amsterdam. Und auch nach weiteren Standardsituationen, nach Foulspiel, fielen die Tore gegen City, gegen Manchester City in deren Spiel und gegen den FC Barcelona. Haben Sie da möglicherweise eine Schwachstelle ausgemacht? Sollen wir erst übersetzen? Hace falta una traducción? Boris Rupert, bitte. Jürgen, dann schließt sich auch eine statistische Frage an. Das ist für Borussia Dortmund morgen das 30. Heimspiel in der UEFA Champions League. Es gab noch nie die Konstellation, dass auf ein verlorenes Bundesligaspiel ein verlorenes Heimspiel in der Champions League folgte. Geht es also für Real morgen bestenfalls um einen Punkt? Otra estadística es el partido número 30 en la Liga de Campeones para el Borussia Dortmund y se da un hecho interesante. Nunca se ha producido una derrota en Liga de Campeones después de sufrir una derrota el Borussia Dortmund en la Liga Alemana. ¿Eso significa que el Madrid, como mucho, va a tener que conformarse con un punto? Da wir viele ausländische Gäste hier haben, soll ich vielleicht kurz erklären, Boris Rupert ist der Meister der unsinnigen Statistiken. Hoffentlich. Para explicárselo a nuestros invitados, Boris Rupert es el campeón de las estadísticas, bueno, con poco sentido. Y entonces, esperemos que tenga razón. Jetzt kenne ich die ganze Welt. ¿Ves? Ya te conoce todo el mundo.
Nach der Frage des Tages folgt die letzte Frage von einem polnischen Journalisten Maciej Szmigelski. Bitte. Schwierig, aber offensichtlich ist das ja im vollen und kompletten Einverständnis mit Werder Bremen erfolgt, so wie ich das zumindest medial vernommen habe. Insofern ist es dann wieder in Ordnung. Ich sehe. Ist nicht mein Themenbereich, kenne mich in Geschäftsführungsfragen nicht aus. Ich sehe keine Handzeichen. Ich arbeite noch richtig. Wenn wir alleine sind, dann hört sich das aber immer ganz anders an. Sie sehen, ganz großen Spaß gemacht. Jetzt, das können alle senden, nur RTL nicht. Schade. Aber wir sagen es nicht nochmal. Ja, tut mir leid. Ja, du, ich weiß ja gar nicht, was. Hä? Jetzt legt es dahin. So ist gut. Ihre Fragen bitte. Boris Rupert in der zweiten Reihe, Silke. Hast du dich gemeldet? Ich dachte, du hättest dich an der Nase gekratzt. Hast du auch? Das darfst du ja nicht. Das ist wie bei einer Versteigerung. Was habe ich gewonnen? Du musst zahlen. Wir haben am Freitagabend unseren schon Tradition gewordenen Schalala-Tag. Ich glaube, das kann man wesentlich besser aussprechen nach 3 Glühwein, 4 Schalala. Du hast so ein großes Talent dafür. Du kannst immer sprechen wie einer, der betrunken ist. Schalala-Tag ist jedenfalls. Wir würden uns alle freuen, wenn unsere Fans und Freunde, unsere Mitarbeiter alle mit einem schwarz-gelben Schal ins Stadion kommen würden, um im wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu bekennen und wie immer richtig gemeinsam zu feiern. Ja, ich würde sagen. Unsere Fans, Freunde und Mitarbeiter, und was machen die denn? Pep Schneck auch. Fußballanhänger und so weiter. Und ehemaligen Pressesprecher. Pep Schneck bitte auch mit Schal ins Stadion. Steigen wir gleich in die Fragerunde ein. Feuer frei für Ihre Fragen. Peter Schwennecke. Ja, ihr dürft den Schal mitnehmen, der auf eurem Platz. Die nächste Frage geht dann nochmal an einen Mann, der nie Fragen zu Frisuren stellen würde. Christian Künast, Bild. Ich habe direkt zwei Fragen. Einmal Roman Weidenfeller, mal wieder nicht berücksichtigt von Jogi Löw. Ich weiß nicht, ob es schon gefragt wurde. Überrascht dich das? Nee. Die zweite würde ich dann noch hinterher schieben. Gel oder Haarspray? Weiß nicht, was Roman benutzt, um ehrlich zu sein. Ich darf Ihnen sagen, dass niemand das Signal Iduna Tipkick-Spiel gewonnen hat. Zum zweiten Mal in Serie ist das richtige Ergebnis nicht getippt worden. Wir gehen also in die nächste Runde. Herr Fee, ich darf Sie um Ihr Statement zum Spiel bitten. Wieso haben die alle höher getippt, oder? Ich glaube nicht. Jürgen, A, was hat Kuba und B, welche Aufgabe ist eigentlich spannender? Die für Jürgen Klopp, am Sonntag aus zwei gesperrten Stürmern ein Puzzle zu bilden, welche Mannschaft auf den Rasen bringt, oder die um 14.15 Uhr für Lucien Favre, wenn er 11 Namen auf dem Spielberichtsbogen sieht und nicht weiß, wer wo spielt? Weitere Fragen, bitteschön. Sie müssen aufs Mikro warten, Fritz. Die Mädels können nicht fliegen. Ja, das lernen sie aber. Ja. Und unsere geschätzte Kollegin Anne von Eickel, bitteschön. Jürgen, der Mats kann spielen, eventuell ja oder nein, entscheidet sich morgen. Wie sieht's aus mit den anderen? Sind die alle fit? Ja. Da. Sebastian Kehl war vorm Spiel schon verletzt. Den wollten wir eigentlich gar nicht bringen müssen. Mussten es dann aber doch, schon zur Halbzeit. Der kann kaum auch nicht richtig atmen mit seiner angebrochenen Rippe, das wird auch eng. So, und das sind unsere Probleme und jede Woche andere. Und in der Champions League haben wir es meistens so hingekriegt und nicht, weil wir da uns darauf konzentriert haben oder weil wir irgendjemand woanders geschont haben, sondern es ist ein bisschen das Glück, das wir da bisher hatten, dass wir immer die Jungs an den Start bringen konnten. Und heute hat uns Mats gefehlt, aber was für Felipe für ein Spiel gemacht hat, das ist absoluter Wahnsinn. Also, möglicherweise... Ja, es ist doch die Frisur.
Über sportliche Aspekte des Spiels sprechen wir gerne mit Ihnen und sind mit dem Mikrofon schnell bei Ihnen, wenn Sie sich melden. Feuer frei. Ganz hinten. Auf dem Kamerapodest. Ah, genau. Josef hat es immer selber gesehen. Ja, Josef hat auch die Augen operiert dann irgendwann. Das steht noch vor mir. Josef Schnecke ist übrigens heute hier. Hat sich freigenommen. Konnte den Termin dazwischen drücken, dazwischen die ganzen anderen. Gibt es Fragen zum... Josef, eine Frage zum Rosenzüchten. Ah, du kannst ehrlich Antworten geben. Also, okay. Also Markus Lomka ist zwar auf die Tribüne gegangen, aber das war ungefähr so wie das Handspiel in Leverkusen. Da wusste auch keiner so ganz genau, warum. Also, das, wir haben gar keine Möglichkeit, da zu intervenieren. Also wir diskutieren, das ist wie, wenn sich Sozialpädagogen treffen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also das hat keine Relevanz, was wir da sagen. Harald Grundmanns Körperfläche hat sich nicht vergrößert. Trotzdem die nächste Frage von dir, bitte. Ja, in den letzten Jahren schon, aber... Können wir mit der Kamera mal schwenken? Bitte? Wir wollten mit der Kamera mal schwenken, dass sie alle Menschen da draußen auch das einschätzen können. Ja, schönen guten Tag. Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Und diese Pressekonferenz beginnt mit einer guten Nachricht. Jürgen, was ist mit der Tasse? Dortmund. Ja? Dort Herz. Ist ah, geil, die Tasse. Ja, wir sind kreativ. Ja, das haben nicht alle verstanden. Aber warte nicht. Ja, okay. Ja. Also wenn Caro schon ein Mikro in der Hand hat, könnte sie uns noch mal erklären, warum dürfen wir den Hasen jetzt nicht essen? Ich denke, aber was musst du für einen Schein ausfüllen, wenn wir das tun? Ein Materialanforderungsschein. Und bei Kaffeetassen, die ich mit nach Hause nehme, ist das auch, das ist nicht so, dann nehme ich dir wieder mit. So. Du darfst aber auch den Hasen essen. Entschuldigung, ja, ja, Herr Feier, wolltest du auch was zum Hasen wissen, oder? Marcel Schmelzer, ich weiß nicht, ob die Maske noch morgen dabei ist. Wie sieht es mit der Nase sonst aus? Oder hast du dich auch schon an die Maske gewöhnt? Ah. Ja, das Hemd, ja. Ja, also mit der Maske geht's, oder besser gesagt, mit der Nase geht's mir eigentlich ganz gut, aber die Maske ist natürlich noch gewöhnungsbedürftig. Ich denke, gegen Malaga hat sie nicht wirklich gestört, aber jetzt beim Bundesligaspiel war es schon so, dass sie ziemlich oft verrutscht ist. Aber ich werde morgen... Kurz nach der Halbzeit zum Beispiel. Zum Beispiel. Nein. Und Christian Kühnerst, Bild. Jürgen, du hast ja nach dem 3-2 einen kleinen Sprint hingelegt. In der Vergangenheit gab es da ja schon Verletzungen. Jetzt alles heil? Ich bin immer wieder begeistert, wie nah du am Spielgeschehen bist mit deinen Fragen. Nein, alles gut. Bin noch in Ordnung, habe das falsche Schuhwerk angehabt, aber für Sprints, aber ansonsten alles gut. Also hohen Außenspielern, Isco und Luda und dann eben Joaquim und bin ich bescheuert. Bin ich gespannt, wie das übersetzt. Und Baptista. I don't read the newspapers. I know what they write about my hair and all these things. So it's not my problem. Yeah, not anymore. Falls es so sein sollte, was ich nicht weiß, dass Real Madrid darüber nachdenkt, für den Fall, dass José Mourinho woanders hingeht, dass ich dann Trainer sein könnte bei Real Madrid, ist das... somit die größte Ehre, die ich mir vorstellen könnte, da genannt zu werden, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich nächster Trainer bei Borussia Dortmund sein werde und dementsprechend, ja, habe das schon ein paar Mal gesagt, ist besser, als wenn die Madrid alle denken, der Letzte, den wir wollen, ist der Klopp, aber am Ende kommt das Gleiche dabei raus, ich bin hier Trainer und bleib's hier auch. Sí, le voy a decir a José, le voy a preguntar la próxima semana a José qué es lo que hace él el próximo año. Pero yo definitivamente voy a ser el entrenador de Borussia Dortmund el próximo año, salvo que nosotros juguemos tan mal que me despidan. Pero no creo que sea este el caso, por lo cual sí, definitivamente yo voy a ser el entrenador de Borussia Dortmund.
Wer uns jetzt zum ersten Mal gesehen hat in der Rückrunde, kann ich sagen, es war jetzt nicht zum ersten Mal so. Aber wir arbeiten dran. Es gibt jetzt heute, trotz des Ergebnisses, genug, was es lohnt, dran zu bleiben und nächste Woche daran anzuknüpfen. Bitte. Danke, Thomas Tuchel. Jürgen, wie hast du das Spiel gesehen? Die Menschen, die im Raum sind, Versprecher gewohnt. Bitte schön, Ihre Frage. Alex Klein, WDR. Herr Klopp, mich würde interessieren, wie die Mannschaft speziell damit umgeht, gerade vor heute Abend. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf so Floskeln verzichten würden, wie die Jungs sind Profis genug. Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe. Hut ab. Welches Ressort? Was machen Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar. Wir sind nur deshalb so enttäuscht. Klar, wie gesagt, ein Spiel wie Mario möchte man nie verlieren, idealerweise. Aber ich würde auch gerne noch sehr lange mit Kuba zusammenarbeiten, den ich für genauso einen außergewöhnlichen Spieler halte. Aber der will ja nicht zu Pep, der will ja bei mir bleiben. Und glaube ich zumindest. Und dementsprechend ist es einfach so, dass wir jetzt alle, finde ich, dazu aufgerufen sind, einfach zu zeigen, dass Borussia Dortmund über allem steht. Wir alle sagen immer, Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Wir haben jetzt die Chance, das zu zeigen. Hola, Martin Einstein, der ESPN. Ui. voy a hablar I'm going. Ja, nein, no, it's okay. Außergewöhnliche Stimme, Glückwunsch dazu, hätte ich gerne. Nichtsdestotrotz, es ist ein außergewöhnliches Spiel meiner Mannschaft gewesen und allein das dritte Tor war jeden Cent wert, den Sky und ZDF für Übertragungsrechte ausgeben. Sehr unglaublich. Und deswegen, ich war selber überrascht, habe mir das vierte Tor, den Elfmeter, nicht angeguckt, weil ich dachte, von vier Toren im Halbfinale habe ich nicht so oft gehört. Ich weiß nicht, ob man das Schicksal zwingen soll, aber er hat ihn reingeschossen und das ist ein außergewöhnlicher Abend. Ich habe auch mal vier Tore geschossen. 1990 in Erfurt. Das ist in meiner persönlichen Geschichte auch ganz weit vorne und ich denke, Levi wird das auch nicht vergessen. Klopp, congratulations. I'm from the Sun in England, so I have to speak English. The Sun. Mr. Mourinho said here, is there a problem with the Sun? No, it's not news of the world, so everything okay. Thank you. Not yet. It's slightly smaller than Bild, but is a hugely popular paper here. And I heard about it. A great friend of yours as well. I am not sure where it could be offside. The second goal should be. Okay, I have to. So many Lewandowski goals, I cannot. Okay, the fourth goal was a penalty. Jürgen, it's Sid Lowe from The Guardian, another English newspaper. First of all, congratulations. You mentioned that you scored four goals once yourself. I imagine those four goals were not quite so brilliant as Lewandowski's goals tonight, or perhaps I'm wrong. I wondered if you could explain to us just how... Sorry. Slowly. I'm sorry. You said that you once scored four goals. Yes. I wanted to know if they were quite as brilliant as the four goals that Lewandowski scored tonight. And whether you could explain to us what it is that makes him such a dangerous striker. Yes, one of them were similar. I'm sure you will find it in the World Wide Web. Wir haben noch Zeit für eine Frage. This is the last question. Darf ich nochmal Deutsch reden, bitte? Danke.
Şimdi Sayın Başkan'dan Borussia Dortmund'la aynısı olduğunu, aynısını yaptığını ve 100 yıl boyunca da dünyanın en iyi takımı olmaya devam edeceklerini öğrendik. Gerçi bu anda ikimiz de dünyanın en iyileriyiz ama bunu devam edeceğini söylüyorum. Und ich habe gerade auch von meinem Gesprächspartner vorhin gehört, dass auch Sie das genauso verfolgen. Borussia Dortmund, dass es für die nächsten 100 Jahre die beste Mannschaft der Welt sein soll und sein wird. Aber da hat mal jemand ein bisschen Zwischengas gegeben und richtig für Furore gesorgt. Das verbindet uns tatsächlich und dementsprechend glaube ich, dass das eine ganz, ganz großartige Partnerschaft ist und wird. Und bin sehr froh, dass wir so einen bescheidenen CEO haben, der nichts anderes als die Weltherrschaft will. Ich werde ihn bei dem einen oder anderen möglichen Transfer nochmal daran erinnern, dass man dafür schon auch eine Fußballmannschaft braucht, aber... Ihr habt das alle gehört und ich kann mich darauf berufen. Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass das komplett ernst gemeint war. Ja, eine Frage an Herrn Watzke bezüglich der Tickets nochmal. 1200 Karten gehen ja in den freien Verkauf und nicht nur an Dauerkarten und Mitglieder. Es hat der Club 12, die Vereinigung der Fans vom FC Bayern, dazu aufgerufen, auf ihrer Homepage auch beim BVB zu bestellen. Wie bitter wäre das, wenn wirklich dann einige Tickets an Rote nach München gehen? Werden wir schon dafür sorgen, dass das in irgendeiner Form nicht passiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Allein das Postleitzahlengebiet gibt uns da sicherlich schon gewisse Möglichkeiten. Wenn wir also merken, dass da sich U-Boote in die Auslosung versuchen anzugliedern, werden wir die abschießen. Weltherrschaft abschießen. Herr Jürgen, wenn man sich die Gegner von dem FC Bayern ansieht, dann wirken sie immer ein bisschen drastisch formuliert wie das Kaninchen vor der Schlange. Also die Bayern haben ja unheimlich hohe Qualitäten, Pressing und auch sehr gutes Passspiel, machen die Räume eng. Gibt es irgendein Konzept oder ja, gibt es irgendein Konzept, um diese Mannschaft, die auch in der Breite sehr gut bestückt ist, zu schlagen? Ja. Ganz bestimmt. Ob wir das am Samstag schon zur Anwendung bringen, weiß ich nicht. Ja? Na, 2 Minuten, 30 Sekunden, Herr Grün. Das ist aber ein schönes Foto ab. Gina, hast du noch gar keine Porträts von Jürgen? Nein. Okay. Ich bräuchte übrigens Passbilder. Könnt einer von euch? Dann müssen wir mal einmal rausgehen. Das müsste so gehen. Rudi Flochin, Canal Plus Frankreich. Eine Kleidungsfrage zum Anfangen. Oft tragen Sie eine Pöllermütze. Können Sie für die Franzosen den Begriff erklären und warum Sie sich als Pöller definieren? Als was? Pöhler. Ja. Okay. Muss man nicht übersetzen. Okay. Das mache ich dann. Okay. Right. First of all. Hello, Jürgen. A question from England. If you didn't go into the world of football, what job would you have liked to have done? Would you like to have been a rock star? Yeah. And what is your favorite karaoke tune? Letzte Frage. Karaoke ist es, wenn man so singt mit der Musik im Hintergrund. Welches Karaoke-Lied? Wie sagt ihr? Karaoke. Karaoke-Lied. Ja. Ah, okay. Nein, keine Chance. Ich habe an der PlayStation habe ich mal 8000 Punkte gesungen mit Country Road. Take Me Home. Weil man da sehr laut singen kann. Aber ansonsten habe ich ja kein Talent für. Ich hätte vermutlich Fernsehen machen müssen. So eine Nachmittagssendung. Ja, über Themen sprechen, die mich nicht interessieren und zu tun und dabei freundlich lächeln. Wie ihr seht, habe ich da relativ großes Talent für. Ja. Und ja, das hätte mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber da ich handwerklich komplett unbegabt bin und ansonsten auch nicht der Schlauste, wäre das relativ schwierig geworden. Ich bin ganz froh, dass das so gekommen ist und ich habe tatsächlich das Einzige, was ich wirklich gut kann, darf ich heute als Beruf ausüben. Das passt schon.
As for being a rock star, no chance. Even though once on my PlayStation, I'd sung Country Road, and I could sing very loud to that. 8,000 points, please. It's important. 8,000 points. I was just about to say that. Okay. Ja, wir haben sogar noch zwei. Dann machen wir die Dame zuerst in der ersten Reihe. Eva Mühlenbäumer vom ZDF. Herr Klopp, Sie haben ein bisschen was zu Hoffenheim gesagt zum letzten Spieltag. Was mich noch interessieren würde, was hatte Walter Frosch im Stutzen? A, ein Zettel, B, Zigaretten oder C, keinen Schienbeinschoner? Es gibt ja mehrere, Sascha überlegt gerade, wer ist Walter Frosch? Kannst du mal bitte den Raum verlassen, wenn du das nicht weißt? Der Triathlet. Das kann nur Triathlet. Das mit den Schienbeinschonern weiß ich nicht, das mit den Kippen, da bin ich mir sicher. Also, aber kann man, wenn man Kippen drin hat, auch noch Schienbeinschoner drin haben? Möglicherweise. Oder funktionieren Kippen als Schienbeinschoner? Aber es sind Kippen gewesen, auf jeden Fall. Ja, Walter Frosch hat Kippen im Stutzen gehabt. Für alle Fälle. Walter Frosch ist ein ehemaliger Spieler von St. Pauli, dem man heute allerdings auch ansieht, dass er häufiger in die Stutzen gegriffen hat. Jetzt freut mich. Ja, ist gut. Gerne. Die nächste Frage kommt sie A von Thorsten Schabelon von der WAZ, B von Matthias Derschon im Ruhrnachrichten oder C von Martin Feier, Borussia Dortmund. A ist richtig. Wissen Sie denn, auf wen die Gelbsperre zurückgeht? Ist das wirklich Walter Frosch? Ehrlich? Und warum? Was hat er gemacht? 18 Karten hat er. Oder 19, ist nicht ganz klar. Und? 76, 77. Vielen Dank. Ja. Durch Boris, darauf kann man aber wirklich setzen eigentlich. Dass Boris eine Statistikfrage bringt, ist relativ wahrscheinlich. Dankeschön. Ich schweige jetzt. Ja, alles gut. Walter Frosch, was macht ihr? Eine Doku oder was? 4,5-stündiger Film. Nein, ein Quiz, ein Fußballduell Bayern gegen Dortmund. Wir haben Herrn Heinkes die gleiche Frage gestellt mit dem Walter Frosch. Die Reaktion können Sie sich am 26., wenn Sie wieder Ruhe haben, gerne im ZDF angucken. Na, jetzt möchten wir es aber schon mal wissen. Ich habe es dabei, also ich kann es auf dem iPhone zeigen. Nee, aber wieso hat er, im nichts, Anschluss. Hat er nichts gesagt? Muss man sehen? Mein Kollege hat ihn gefragt am Freitag in München. Und natürlich auch so unvorbereitet wie Sie jetzt. Und wir gucken halt, wer ist schlagfertiger, nicht wahr? Und, haben wir gewonnen? Das hätte man mir ja vorher mal sagen können. Ja, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir müssen das nochmal eruieren. Aber ich kann Ihnen Herrn Heinkes im Anschluss sagen. Nein. Alles gut, dann warte ich auf den 26. Sehr jetzt gerne. Jetzt freue ich mich auch auf den 26. Nicht nur auf den 25. Was ist denn am 24. los? Und am 27. habe ich Urlaub. Okay, alles klar. Danke. Gut, so, gibt es noch weitere Fragen? Frosch, cool. Aber was nicht fair ist, dass Jupp Heinkes hat, muss Walter Frosch ja viel besser kennen. Die Frage nicht richtig beantwortet hat. Oh, nicht richtig was, oder nicht? Er hat die Frage nicht richtig beantwortet, aber extrem witzig, wie wir finden. Oh, das könnte knapp werden. Aber das wird eng. Sollen wir nochmal also machen? Also ich finde ja, da ist richtig vor witzig. Also wirklich. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf ein Wiedersehen morgen Abend. Muchas gracias por su interés y hasta el día de mañana. Ich möchte noch was loswerden. Yo quiero decir algo da ich keine Gelegenheit mehr habe, bis zum Spiel morgen mit unseren Fans zu sprechen und ihr alle die Kameras anhabt, noch einmal, lasst uns morgen einen ganz speziellen Abend rausmachen, einen ganz besonderen Abend, einen absoluten BVB-Abend. Alles, was euch so an negativen Gedanken belastet, zu Hause lassen, kommen, Vollgas geben und ja, gegen Real Madrid gewinnen. Bis dahin, ciao.